herzlich willkommen im Eskapelle von S-Kreditpartner. Ich freue mich heute, Frau Schriever hier zu Besuch zu haben als Gast. Frau Schriever, Sie sind ja gestartet vor ganz kurzer Zeit als neue Geschäftsführerin beim DSGV. So ist es, am 1.9. vor ja, knapp 2 Wochen. Wahnsinn, wir sind sehr stolz, dass wir Sie hier direkt sozusagen interviewen dürfen und dass Sie hier auch im SKP-Lab heute hier gearbeitet haben. Vielleicht können Sie ein bisschen was zu sich selber sagen. Gerne, also vielleicht privat. Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet, habe einen 11-jährigen Sohn zu Hause, der uns ganz gut auf Trab hält und ja, bin jetzt Neu-Berlinerin, also Anfang August umgezogen, Anfang September beim DSGV gestartet und davor war ich jahrelang als Partnerin bei der KPMG AG tätig für die Themen Rechnungslegung, Regulatorik und Nachhaltigkeit. Davor war ich schon mal Teil der Sparkassenfamilie, habe bei der Sparkasse gelernt, bin Sparkassenkauffrau und freue mich einfach jetzt auch mit dem Wissen und den Erfahrungen, den ich habe, wieder zurück zu sein. Jetzt kennen Sie ja einerseits die Sparkasse über die Sparkassenausbildung. Wahrscheinlich haben Sie auch bei KPMG möglicherweise mal Sparkassen beraten, aber trotzdem haben Sie noch so ein bisschen den Blick von außen stärker als die, die vielleicht schon lange dabei sind. Wie sehen Sie denn so auf die Sparkassen? Was sind da die Stärken und was sind vielleicht auch so Herausforderungen aus Ihrer Sicht? Also ich habe die Sparkassen und die Sparkassenfamilie auch während meiner KPMG-Zeit nie losgelassen, sondern immer begleitet. Und ich muss sagen, jeden Kontakt, den ich hatte, der war jedes Mal schön. Die Sparkassen sind bei allen Themen, die ich mir angeschaut hatte, auch bei verschiedenen Projekten, glaube ich, absolut gut aufgestellt. Und auch das, was ich jetzt mit den wenigen Tagen Inblick sehe, bestätigt das nochmal. Also da steckt ein wirklich schlagkräftiges Team dahinter. Wir haben absolut relevante Themen im Moment. Ich glaube, die großen Themen, wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben Inflation, wir haben den Winter, der jetzt kommt, der diskutiert wird. Wir haben viele, viele Themen. Dazu kommt einiges in Sachen der Regulatorik, vor allem auch Nachhaltigkeit. Aber die Sparkassengruppe ist insgesamt sehr, sehr gut aufgestellt, das zu bewältigen. Und ich freue mich einfach, da jetzt einen aktiven Part einzunehmen. Spannend. Und haben Sie schon so erste Ziele vielleicht, die Sie sich selber gesetzt haben? Oder wo Sie sagen, da habe ich besonders viel Lust drauf, was zu gestalten. Da muss vielleicht auch viel passieren. Ja, also mir liegt ja immer, also liegen die Menschen am Herzen, mir liegt das Thema Nachhaltigkeit sehr am Herzen. Die Sparkassen stehen ja mit der sozialen DNA für keins weiter wie die soziale Taxonomie, die soziale Nachhaltigkeit. Ich glaube, wenn ich da eine Duftmarke setzen kann, das würde mich sehr, sehr freuen und ist auch wichtig. Wahnsinn, das finden wir als Klimapartner auch sehr, sehr wichtig. Das passt sehr, sehr gut. Ich komme natürlich auch nicht drum rum zu fragen, wie das ganze Thema Frauen in Führung, welche Perspektive das hat. Gibt es ja schon einige, die sich auch in der Gruppe aktiv engagieren. Wie sehen Sie das, wie schätzen Sie das ein? Das finde ich ganz erstmal großartig, dass ich natürlich die Chance habe. Ich glaube, das ist auch ein schönes und wichtiges Zeichen, dass das geht. Das ist ja auch nicht nur ein Thema innerhalb der Sparkassenfamilie, sondern generell. Aber ich sehe gerade auch hier, dass da viel Bewegung drin ist. Die Sparkasse steht für kein Zweiter für Vielfalt. Und ich definiere immer weniger Diversity oder Frauen in den Mittelpunkt. Für mich ist das eher die Vielfalt. Frauen wie Männer, es kommt darauf an, auf die Erfahrung, auf die Kultur. Ich glaube, wenn wir da einen gesunden Mix hinbekommen, wäre das toll. Er ist eigentlich auch schon da und ich glaube, wenn ich da auch noch was bewirken kann, wäre das ganz, ganz großartig. Ich stehe auch für alle Themen in dieser Richtung gerne Rede und Antwort. Wann immer ich da auch etwas tun kann, bin ich bereit. Jetzt nimmt der Wettbewerb ja extern zu. Wie schätzen Sie das ein? Gibt es da Punkte, wo Sie sagen, da sollte die Sparkasse vielleicht ein bisschen mehr Gas geben oder da muss man nochmal genauer hinschauen? Ja, wir sind. Ich glaube, es wird dynamisch und es ist auch schon die ganze Zeit dynamisch. Wir haben richtig gute Lösungen parat, haben jetzt ja auch schon einiges gerade in den letzten Wochen auf die Straße gebracht. Da kommt noch ein bisschen was. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich glaube, da sind wir gut aufgestellt. Ja, spannend. Jetzt sind Sie nach Berlin gezogen. Wie hat sich das angefühlt und wie ist das so der Switch? Richtig gut. Wir sind Anfang August schon umgezogen. Es ist nach Berlin-Friedrichshain, also in den Friedrichshainer Kiez gegangen. Er ist sehr bunt, er ist sehr lebendig. Ich mag es sehr und die Umstellung, ich komme ja aus Frankfurt ursprünglich, jetzt nach Berlin, ist mir leichter gefallen, als ich dachte. Also Berlin und der DSGV tun mir gut.
Ja, super. Dann wünschen wir Ihnen auf jeden Fall weiterhin einen guten Start. Dankeschön. Und ich glaube, die Themen, da gibt es große Schnittmengen und wir freuen uns jederzeit, wenn Sie hier unser Gast sind. Und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Auf eine gute Zusammenarbeit und einen schönen Austausch. Alles klar, danke Ihnen.